Hallo, liebe Freunde der Simulation. Willkommen zu einem weiteren Teil. Diesmal in diesem Fall Archenwende, der zweite Teil. Wir werden einmal zurückfahren. Das heißt, ich werde entsprechend gleich alles hier ausschalten und dann aussteigen und zur anderen im anderen Ende laufen, damit wir einmal dementsprechend nach Düren wieder zurückfahren. Ne, wer das Video gesehen hat, das erste sind wir einmal hingefahren mit Entgleisen leider. Dementsprechend habe ich das nicht auf ein Video gemacht, weil das doch ein bisschen zu lange dann gedauert hätte. Und dann werden wir jetzt gleich mal zurückfahren. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne entsprechend ein Like da lassen. Gerne auch ein Follow, wenn ihr Lust habt. Also ein Abo. Wir sind ja nicht auf Twitch. und genau. So. Dann wollen wir mal wieder aufnehmen. So, wir müssen jetzt Leistung Bremse auf Max stellen. Ups. Sorry, das war Notbremse. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral. Ach so, ich sitze ja gar nicht. So, stellen Sie Lichter auf Ecklichter. Genau. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus. Doch, da oben ist er. Da aus. So, gehen Sie an Ende des Zuges. Gut, dann laufen wir mal. Hier machen wir mal zu. So, mein Zug ist hier aktuell in Aachen. Und wir werden jetzt nach Düren. Ich finde es schade, dass die Anzeigen hier nicht. Ja, es kann sein, dass das vielleicht. Ne, es ist grundsätzlich so, ne? Die Anzeigen funktionieren ja gar nicht. Ne? Das ist schade, dass das nicht mit berücksichtigt wird. Finde ich schade. Ich sehe auch nirgendwo anders anzeigen, ne? Nee. Ja, vielleicht machen die ja noch was. Mal gucken. Wäre aber nicht schlecht. So. Das kennt man von anderen Simulationen. Ich glaube, Train-Simulator, der. Katze hier beim Fuß im Weg. So, so, dann stelle ich meinen Hauptschalter wieder auf an. Gedimmte Lichter. Ups, das war Fernlicht. Richtungswender auf vorwärts. Tür verriegeln. Welche Seite ist jetzt auf? Die, ne? Wir werden einmal die Bremsen lösen. Okay. Ich habe übrigens meine Tastaturbelegung jetzt geändert auf WS für Gas und Bremsen. Beim D-Zug brauche ich nur WS-Taste. Zum Notfall natürlich auch die indirekte Bremse, falls das mal schief läuft. Ich doch so schnell irgendwo reinfahre.
Ich habe das ja im Aufnahmeprogramm schon runtergestellt. Da muss ich das nicht hier noch zusätzlich machen. Achso, da muss noch was. Jetzt schon so spät? Habe ich irgendwo einen Fehler? Ach, naja, gut. Wahrscheinlich lange gebraucht. Dann sehr langsam vor, ne? Aber so nicht mehr.
Die Hände ist noch mit dem richtigen Abschätzen. Damit ansagen. Mit diesem Weitlingspack gesucht. Notfallpack. Entschuldigung, dass ich gerade 100% angefangen bin. Ich hoffe, ihr saßt alles schon. Ich hole Zeit auf. Okay. Ich reingefahren bin, hat er bei über 40.
gelb angezeigt unten. So schnell. Okay. Also gibt es da eine kleine Hilfe bei der Einfahrt. Gibt's keine Packs. Schade. Hä? Was sind diese Emissionen-Geschichten? Die erwarteten. Gewartet, interessant, okay. Wahrscheinlich wollte er auf meine Schiene. Zweispurig. Oder mehrspurig. Naja, gut, egal.
So spät bin ich auch gar nicht. Minute. Noch was. Gehen wir kurz mal runter. Aber hier geht es tatsächlich runter. Und da hängt einer. Ah ja, okay. Auf der anderen Seite gibt es keinen, nur auf der Seite. Okay. Aber da hängt er schon. Falsch. Da lang. Anzeige stimmt eigentlich gar nicht, ne? Könnte man eigentlich die Anzeigen ändern? So ist ja 80 ist ja zur Station. Oh, lange Wehe. Ich glaube, danach kommt Düren. Das müsste dann die Endstation sein. Ich bin sowieso zu spät. Also, egal.
würde gerade nicht weitergehen, dass ich die Notbremse aus Versehen auslöse. Ich könnte rein theoretisch umsteigen. Auf diesen da. Rein theoretisch zusteigen. Ich glaube einfach mal nur mal so mitfahren oder so. Kilometer in 2 Minuten? Nee. Geht eigentlich. Ich kann die Tür nicht während der Fahrt aufmachen. Okay. Hätte ja sein können. Ich habe noch mit Fahrrädern dabei. Man sieht richtig auch den Regen schön an der Seite. Schein. Ja, 200 ist wohl nicht ganz wahr, glaube ich. Man kommt so erst nach der Station. Oh, ICE. Das waren wir in der Hinfahrt nicht entgegengekommen, glaube ich. Gleich 60. Muss mal aufpassen.
dass wir so schnell reinkommen. Was war da gerade eine 60er-Anzeige? Ich vermute mal, das gilt dann für den Bahnhof. Ja. Geht für mich für, weil ich glaube, ich die Gleise wechsle, wenn ich weil aktuell sind das immer noch 200, aber ich glaube, ich wechsle die Gleise. Deshalb Vorsignal für 60. Ja, ich hab's gewusst. Wechsle ich auch die Gleise? Ja, habe ich doch geahnt. Weil das Vorsignal 60 war, ich konnte das nur daran erkennen und nicht an der Seite, wo nur 200 die ganze Zeit stand. Muss man tatsächlich darauf achten. Man kann sich auch oben rechts das nächste Signal im Endeffekt anzeigen lassen. Aber wenn man so ein bisschen auf die Vorsignale achtet, dann sollte das weniger das Problem sein. Das ist ähnlich, wo ich gestern nicht drauf geachtet habe. Nee, vorgestern. Also im letzten Video. Ich sag mal wieder im letzten Video, weil ich mich da jetzt vertue, also den ersten Teil von Aachenwende. Also ich habe es wirklich nur an den Vorsignalen erkannt, weil da oben rechts stand immer nur 200. Das war aber die Strecke, wenn es geradeaus weitergegangen wäre. Und da die Vorsignale auf die Weichenstellung reagieren, muss man halt darauf achten. So. Das ist das Endergebnis jetzt von hin und zurück. Mit Bravour bestanden. Da habe ich jetzt Zeit benötigt 1,5. Ja, ich weiß, das andere Video, das geht fast schon eine Stunde, aber da bin ich leider entgleist. Das war genau das, was ich nicht erkannt habe wegen den Vorsignalen, wegen dem Gleiswechsel. Da bin ich so schnell reingefahren. Genau. So. Ja. Das ist mal wieder typisch. Ich. Aber man lernt ja dementsprechend auch die Geschwindigkeit zum Bahnhof entsprechend irgendwann mal abzuschätzen, wann man am besten anfängt zu bremsen. Richtlinien gibt es ja dafür im Endeffekt. Anhand der Vorsignale kann man das im Endeffekt mit dem Bremsen zusammen und so ein bisschen abschätzen. Weil rechnen habe ich keine Lustgeschwindigkeit, Kramgeschichte und so. Aber meistens klappt das ja per Auge ja meistens dann auch ganz gut. So, das bedeutet dementsprechend, hier sind wir durch für heute. Und dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Was dann sein wird, lasst euch überraschen. Mal gucken, was wir dann machen. Missionen oder vielleicht dementsprechend tatsächlich eine andere Strecke. Gegebenenfalls vielleicht überlege ich tatsächlich noch ein Add-on oder sowas dazu zu holen. Also noch ein mehr. Hier war schon eins drin gewesen. Das habe ich auch noch drauf. Das könnte ich eigentlich auch machen. Damit wir mal ein bisschen andere Strecken haben. Also ich kann ja mal wieder wechseln. Ich kann auch hier wieder mal wieder zurückwechseln. Aber damit wir auch andere Strecken haben, Missionen haben, schauen wir mal. Gerne in den Comments, was ihr auch gerne sehen wollt, gegebenenfalls. Ne, also da richte ich mich auch gerne an euch. Also, dann bedanke ich mich, wie schon gesagt, fürs Zuschauen und dann wünsche ich, je nachdem, wann ihr es so guckt, wann ihr guckt,
Einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und bis dann.